Einige Krebsbehandlungen können Hörverlust in verschiedenen Ausprägungen verursachen. Unser Wunsch ist es, ein besseres Verständnis über die entsprechenden Beeinträchtigungen sowie einige Ideen zur Hilfe für betroffene Kinder zu vermitteln. Wenn Sie auf Kinder im Grundschulalter treffen, die an Hörverlust leiden, sollten Sie die typischen Situationen kennen, die eine Herausforderung darstellen können. Nun schreibe bitte. Stellen Sie sicher, dass das Kind weiß, dass es in Ordnung ist, um Wiederholung zu bitten, wenn es etwas nicht richtig verstanden hat. Einfach lauter zu sprechen, löst das Problem nicht. Fein! Einige andere Problemsituationen, welchen Sie sich bewusst sein sollten, sind Spiel- und Sportplätze, Höranweisungen in einem lauten Klassenraum oder einer Halle oder wenn Betreuung von außerhalb der Schule, Clubs oder Nachmittagsunterricht, wie zum Beispiel Schwimmstunden, anbietet. Ein Hörfreund, den das Kind ausgewählt hat, könnte in dieser Situation helfen. Versuchen Sie, diese beiden in Gruppen- oder Partnerarbeiten nicht zu trennen. Grundschulkinder haben sich möglicherweise schon einige Bewältigungsstrategien angeeignet, die sich als konfrontatives Verhalten oder als soziale Isolation äußern können. Nehmen Sie Rücksicht auf das Kind und versuchen Sie, es nicht hervorzuheben. Aber seien Sie auch aufmerksam, wenn es ihm an Selbstvertrauen mangelt oder es mit dem Beginn der Arbeit zögert, weil es die Anweisungen nicht richtig verstanden hat.